No, dieses Krokodilchen da. So. Ah ja, Merlin die Möbel bringen. Wo immer der Kerl schon wieder abgeblieben ist. Gab's in der Zeit Löwenzahn? Ah, sieht nicht danach aus. Dieser Ort hier ist der Knüller. Ja, dieser Ort ist toll. Aber noch toller wäre es, wenn es hier Löwenzahn gäbe. Löwenzahn, mein lieben Löwenzahn. Oh. Ja, haben wir kein Glück mit Löwenzahn. Den Brunnen kann ich noch nicht öffnen, ne? Ne. Wo ist Merlin? Da hinten. Löwenzahn? Ne. Ist irgendwas anderes, aber kein Löwenzahn. Löwenzahn wächst doch nur da oben. Darf ich. Hi. Ja, klar, okay. Das andere Ding wollte ich nicht haben. Ich habe die Lampe umsonst gekauft. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Das ist genau, was ich wollte. Gut gemacht, mein Freund. Sag Dagobert, dass es ein Vergnügen ist, mit ihm Geschäfte zu machen. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Und kehre zu Dagobert zurück. Was denn, Ryder? Okay. Das ist doch irgendwas Komisches. Also, wieder Kohle. So, das hier sammeln wir noch mal ein bisschen. Vielleicht kommt ja auch, wenn wir wissen, was von einem anderen Kram sammeln. Ich wächst dann erst was nach. Wir versuchen es einfach mal. Wählerischer Typ, so nehmen, was sie ihm gibt, der ist so. Weil ich hatte ihm extra eine Lampe gekauft. Aber die wollte er nicht. Geld umsonst ausgegeben, hat er halt das Spiel gekriegt. Gut, dass wir wenigstens noch was hatten. Hätte ich das gewusst, ey. Okay, jetzt kommen wir zu Dagobert. Und rein mit uns. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Gern doch. Hervorragende Arbeit. Du wirst schon bald mein Mitarbeiter des Monats sein. Ei, ich glaube, du hast etwas sauber gelernt, wie man Kunden glücklich macht. Du hältst die Wirtschaft auf Trab. Komm jederzeit wieder in meinen Laden. Ich habe bald neue Bestände. Okay. Das wollte ich für dich farmen. Ja, wenn das mal so einfach gehen würde. Wenn das so einfach gehen würde. Sie können mir zwar helfen, die Sachen zu erfarmen, aber ich kriege dadurch nur mehr. Ich kann sie leider nicht losschicken. Das ist das schlimmere Problem daran. Aber gut, ich find's trotzdem cool. Wir hätten nur ein bisschen mehr Löwenzahn draufpacken können. Ein bisschen. Verflixt und zugenäht, so sehr ich es auch versuche. Ich kann meinen Geldspeicher nicht öffnen. Du weißt, wie man Kunden glücklich macht. Ich weiß, das klang jetzt ganz seltsam, ne? Das klingt so seltsam, ey. Seitdem wir alle unsere Erinnerungen verloren haben, kann ich mich nicht mehr an die Kombination erinnern. Ich habe mir selbst die Notiz unter der Kasse mit Hinweisen hinterlassen, wie ich sie wiederfinde. Aber ich kann mich nicht mehr an die Antworten zu den Hinweisen erinnern. Unterstützt du mich dabei, mein Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen? Ja, warum nicht? Du könntest an deiner Einstellung arbeiten, weißt du? Zeige wenigstens ein kleines bisschen Enthusiasmus. Alles, was du wissen musst, um meine sechsstellige Tresorkombination herauszufinden, steht auf dieser Notiz. Warum muss ich das eigentlich machen? Okay, Inventar ist voll. Ablegen. Auf Wiedersehen und bis Oh. bald. Okay. Achso, frag diesen Goofy nach seinem liebsten Tag. Geh auf die Wiese und zähl die Teiche. Wie viele Teleskope braucht ein Zauberer, um die Sterne zu beobachten? Okay.
Ist schon irgendwas gespawnt? Nee, noch gar nichts. Also wie viele Teiche? Einen, auf jeden Fall. Ein Teich, zwei Teiche, drei Teiche. Drei Teiche. Ja. Eins, zwei, drei. Okay. Nehmen wir nicht an, dass wir Merlin fragen müssen, sondern dass wir selbst nachgucken. Das heißt, dann gehen wir mal zu seinem Haus. Wally. Hier steht eins. Oh, oh, hey, die Dinge, nun, sie scheinen immer ein bisschen magischer zu sein, wenn du in der Nähe bist. Wie kann ich denn das Bräu nicht wissen? Okay. Sammle Früchte und Kräuter auf dem Hauptplatz sowie auf der Wiese. Ja, gut, okay. Also eins. Das ist 3-1 und dann mit Goofy noch sprechen. Ich weiß nur nicht, ob das in der Reihenfolge ist. Ob ich das Spiel jetzt angefangen habe. Ja, hast du. Und wie ist es? Löwenzahn! Oh mein Gott, wir haben Löwenzahn. Endlich. Wo ist Goofy? Das Witzige ist, es muss ja sechsstellig sein. Soll ein sechsstelliger Code sein? Suche die Axt gerade. Ah! Ich hab sie! Ich suche gerade erst mal Goofy. Ich weiß nicht, wo Goofy ist. 3, 1, 2. Das ist leider nicht sechsstellig. Rolli! Steht doch niemand weg rum. Schön, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Ich muss etwas wissen. Was ist dein Lieblingstag im Jahr? Mein Lieblingstag im Jahr? Lass mich nachdenken. Oh, ich weiß. Es ist der 25. Mai. Wer hat kein Blatt Papier da? also es sind drei Teiche auf jeden Fall. Sein, er sagt mir gleich was anderes. Das konnte ich nämlich auch fragen. Okay. 25. Mai. Wäre dann quasi auch noch der 5. Monat, glaube ich. Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, warum. Das ist... Hey, Kumpel! Okay, das andere kann ich nicht mehr fragen. Okay. Oh, Knoblauch. Okay, kann ich alles nicht geben. Ja. Oh, lass mich doch einfach raus hier. So. Geh jetzt Dagobert zurück. Wie viele Teleskope braucht ein Zauberer, um die Sterne zu beobachten? Eins. So ist. Ich glaube, die Wiese zählt die Teiche. Das heißt, wahrscheinlich. Aber dann komme ich trotzdem nicht auf 6 Zahlen. Ich komme nicht auf 6 Zahlen. Mal gucken. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Das haut mich um. Du hast die Zahlen gefunden. Beeil dich, lass uns die Kombination zusammensetzen. Der erste Hinweis war, Goofy nach seinem Lieblingstag zu fragen. Hast du das? Habe ich. Und die Antwort war der 25. Mai.
Ach du meine Güte, das ist es. In Schottland wäre das der 25.5. Und nun der nächste Hinweis. Geh auf die Wiese und zähl die Teiche. Wie viele Teiche hast du auf der Wiese gezählt? Drei. Richtig, drei. Ich hoffe, die frische Luft hat dir gut getan. Als letztes, wie viele Teleskope braucht der Zauberer, um die Sterne zu beobachten? Eins ist ausreichend. okay, also 25, 0, 5, 3, 1. Das ist meine Kombination. Vergiss diese Zahlen gleich wieder. Ich muss mein Eigentum schützen. Aber ich möchte dir danken, dass ich wieder Zugriff auf mein Vermögen habe. Hier ist ein kleines Geschenk für dich. Ja, gut. Besuch mich bald wieder. Ja, gut, dass er das selbst gemacht hat. Es gäbe so viele Kombinationsmöglichkeiten. Aber gut, ja, wenn man nach der Reihe geht. Ja, gut. Safe off, safe off. Leerräumen. Nee, sowas machen wir nicht. Sowas machen wir nicht. So, jetzt Merlin finden. Und ihm unser Krams geben. Ja, das müsste, glaube ich, die Hauptstory sein, ne? Ja, Storyaufgabe, oder? Ah, nee, Storyaufgabe ist das da. Okay. Dann muss ich mich erstmal den Leuten hier anfreunden. Einen haben wir. Bleiben. Ich kann zwei. In die Zukunft sehen. Das ist gut. Also weiß ich, lass mich doch mal durch. Reden solltest. Möchtest du dies weitergeben? Ja. Oh, oh, hallo. Heute soll ich aber viel trinken, Leute. Eine schöne Auswahl, ein mystischer Flora. Ausgezeichnete Arbeit. Nun werde ich sie zu einem Zauber für deine Gießkanne weben. Wenn alles gut geht, kannst du dann einige ziemlich lästige Pilze sofort und vollständig vernichten. Kann man mit dem Zauber verhindern, dass Nachtdorn wachsen? Sehr scharfsinnig. Das ist etwas, worauf wir hoffentlich hinarbeiten können. Wende diese Verzauberung aber noch nicht für die Nachtdorn an. Es wird keine Auswirkung auf magische Pflanzen haben. Wir sollten mit den Pflanzen beginnen. Und jetzt hinfort mit dir! Geht gleich weiter. So. Folge Merlin zu den Pilzen auf der Wiese in der Nähe des Eingangs Wally. Du, ich hab dich ganz so lieb, aber... Tschüss. oh mein Gott, das tut mir schon wieder leid. Wally guckt so süß. Wally guckt einfach nur niedlich. Huh, ganz schön neblig hier. Ach, die Pilze. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, welche Pilze er meint. Hallo. Nur die, nun, dies ist nur ein Test. Die Verzauberung ist also nur vorübergehend. Gieße die Pilze mit der Gießkanne auf die Wiese in der Nähe des Eingangs zur Lichtung des Vertrauens. Okay, Gießkanne ist aufgewertet. Boah, ich muss weiter. Ich wünsche dir noch viel Spaß und Erfolg. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Dankeschön, Ryder. Dann dir noch einen schönen Abend und danke, dass du da warst. Diese Nachtdornen sind wie schlechte Gedanken. Da bist du ja. Juhu, die Verzauberung hat diese lästigen Pilze entfernt. Ich werde nun daran arbeiten, sie dauerhaft in deiner Gießkanne zu verankern. Sie wird bald noch nützlicher sein. Yay. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Ein bisschen spät? Okay, das ist schon, der ist schon Stufe 5. Sehr freundlich von dir.
Eins von drei. Ah ja, hier sehe ich, welche Stufe sie haben. Stufe 3, Stufe 4 und Stufe 4. Okay, ich muss mich bei den beiden irgendwie noch einschlagen. Bei ihm geht es auf jeden Fall über Granate noch. Ungegrilltes Gemüse. Oder halt gegrillter Fisch. Hoch. Mist. Und wieder eine Brasse. Hallo du! Okay. Bis ganz bald! Hey du! Doch, komm du mal zum Fischen mit. Bis bald! Komm du mal zum Fischen mit. Regenbogenforelle. Sehr schön. Ich glaube, darüber steigt aber auch die Freundschaft, ne? Charaktere. Na, ihn habe ich auch für Bergbau. Mist. Und Brasse. Nehme ich die hier hinten mal. Gut. Und ein Wels. Puh, die Leute erstmal dazu zu kriegen hier, dass man einen mag. Nein! Oh Mann. Okay. Egal. Ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie alles zu Rezepten. Also, ob ich das alles verarbeiten kann mal. Wir schauen einfach mal. Gegrilltes Gemüse. Irgendjemand wollte gegrilltes Gemüse haben.
ablegen. Das hier ist wahrscheinlich auch voll. Nachtscherbe. Das. Okay, kriege ich auch wieder nur Fischburger raus. Dann jetzt mal ohne. Gegrillter Fisch als Hauptspeise. Okay. Gegrillter Fisch als Hauptspeise, gegrillter Fisch als... nee, nur gegrillter Fisch. Gegrilltes Gemüse. Hallo! Okay. Dann erstmal... Bis bald! Das den anderen Bein bringen. Dagobert. Einen schönen Tag noch. Mhm. Ich habe etwas für dich und zwar. Wo war es denn eigentlich? Ja, doch, nee. Ich hätte doch eigentlich gegrillt. Nee, doch. Nee, ich hätte dann doch nur einen Salat. Oh, freundlichen okay. Dank. Aber das andere können wir abgeben. An Goofy. Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. Ja, was für dich und zwar... Stufe 4. Sehr schön. Wie geht's dir heute? Ändert sich denn ein Sammelalbum, Gedächtnis anzusparen, falls es zurückkommt? Für ein Sammelalbum brauchst du einiges an Kreativität. Ich bin sehr kreativ. Das überrascht mich nicht. Du kannst mir schon immer sehr kreativ vor. Sag, warum machst du nicht ein paar Fotos vom Dorf für unser Sammelalbum? Es wäre toll, wenn wir ein paar Bilder mit Pflanzen hätten. Wir sehen uns. Okay. Dann auch mit 6 aufgehoben werden. Ein paar Bilder mit Pflanzen. Hallo, Kumpel! Okay, das wäre dann nur das hier wieder. Das heißt, fotografieren bei ihm. Ja, wir immer noch Spinat haben. Gegrillter Fisch. Wie kriege ich gegrillter Fisch hin? Wie kriege ich gegrilltes Gemüse her? Aber ich dachte, das wäre gegrilltes Gemüse. Achso. Kann doch auch. Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. Gegrilltes Gemüse. Automatisch auffüllen. Es ist und bleibt ein Salat. Ich gebe das Rezept ein, es kommt aber immer nur
Salat, ja. Grüner Salat. Wir sind nur rein, zum Beispiel. Aber das hatte ich davor. Davor hatte ich das. Und da kam... Warte. Da kam das hier raus. Und das hatte ich, als ich nur den Salat drin... Also nur den Kopf drin hatte. Das kam mit raus, als ich beides reingetan habe. Es ist etwas weird. Ja, das will ich gerade versuchen. Ich habe nur keinen Platz im Inventar. So, warte. Nein! Oh, hier ist mal wieder. Und rein damit. Mal gucken. Okay, dadurch kriege ich Rohkost. Ist egal, das ist aber auch gut, dass ich Rohkost kriege. Rohkost ist gut. Davon brauche ich nämlich noch drei Stück. Ich habe herausgefunden, wie man Rohkost sammelt. Aber wie man das gegrillte Gemüse hinkriegt, weiß ich immer noch nicht. Schön, dich zu sehen. Ich kann gerade auf Besitzer und Alerts. Echt? Ist das so? Ist das ganze Blümchen? Ich glaube, da habe ich jetzt ja alle von. Ach, warte, kaufen wäre ganz gut. Hallo, Kumpel. Kaufen. So, drei Stück brauche ich noch. Für meine 3 bis 4 Lieblinge personalisiert rausgesucht. Die werden mich hassen. Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Oh je, yeah, oh je. Yeah. Das kann ja was werden, Masuna. Ich muss für Frutus auch noch sein Hassalert wieder reinmachen. Und noch eine Karotte. Aber gut zu wissen. So, jetzt machen wir es mal mit nur einem Kohl. Ja, kommt nur der Salat raus. Komm, kriege ich nur den Salat, wenn ich den reinwerfe. Was wäre, wenn ich Salat und Basilikum reinpacke? Köstliches Gemüse. Okay, Salat. Macht vielleicht einen also noch einen Apfel mit rein zum Salat? Oder meinst du nur den Apfel? Hm? Okay, warte. Was oben war? Nee, kommt Obstsalat. Da kommt Obstsalat. Wenn ich einen Salat und Weizen mit reinpacke? Ne, komm, Cracker. Okay. Egal, ich habe zumindest einmal Rohkost. Das kann ich bei Mickey abgeben. Geben. Bitte sehr. Was fürs Picknick zusammen. Wow, sieh dir das Ganze an. Folge mir zum Picknickplatz. Ich habe einen perfekten Platz auf der friedlichen Wiese gefunden. Das will ich nie sowas spielen. Das wird übel. Flinkepacke, Wichsel. Karibikmusik. Oh je. Oh je. Oh je. Aber ich stelle es mir cool vor, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wo ist Mickey jetzt hin? Ich weiß nicht, wo da ist Mickey. Das Witzige ist, ich habe das Rezept für gegrilltes Gemüse ja sogar schon und da steht auch tatsächlich ein Kohl drin.
Oh, ich glaube, Minnie würde das lieben. Den Himmel, das Gras. Dieses Picknick hätte ihr sicher gefallen. Und ich bin mir sicher, dass sie sich gerne als Freundin hätte. Ach, sie fehlt mir. Mickey, ich glaube, da passiert etwas. Hm? Wow, ist das Minnie? War sie das wirklich? Wo ist sie? Warte, Merlin und ich haben so etwas schon einmal gesehen. Daria, Minnie ist nicht verschwunden. Ich habe auch schon gesehen, wie Minnie auftaucht und wieder verschwindet. Mhm. War es das, was du mir vorhin sagen wolltest? Ah. Es muss das vergessen sein. Es sind nicht nur Erinnerungen, die verloren gehen. Auch die Dorfbewohner beginnen zu verschwinden. Wir müssen herausfinden, wie wir Minnie zurück ins Tal bringen können. Und mit deiner Hilfe können wir es schaffen. Ich muss zu Merlin gehen. Lass uns bald wieder darüber reden. Danke, Kumpel. Haben wir noch 5? Ich glaube ja. Oder? Nee, leider noch nicht. Schade. Ich bin noch nicht auf 5. Ernsthaft so knapp? Gegrillter Fisch braucht er dann noch. Goofy würden wir aber noch auf Dings kriegen. Er bräuchte halt gegrilltes Gemüse und Granat. Granat ist jetzt nicht das Ding. Das kriegen wir hin. Granat würde ich schaffen. Mickey. Und was war das jetzt? Ein Peridot. Schön. Weiß nicht, ob den jemand brauchte. Ja, auf jeden Fall nicht. Hier wird wahrscheinlich einer sein, glaube ich. Hoffe ich. So. Granat. Granat können wir mal abgeben. Achso, hier können wir, glaube ich, auch nochmal. Alter, das wird immer mehr. Und rein. Sei gegrüßt, Nachbar. Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es gern möchte. Und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Hallo, Alred. Und juhu, wir haben 1 auf 5. Wir haben 2 auf 5. Danke für die 50 Bits. Geil, wir haben ihn auf Stufe 5. Jetzt brauchen wir nur noch einen. Einen auf Stufe 5. Dann kann die Hauptstory weitergehen. Hm, da sieht man, wie sie wandern. Voll cool. Bilbo, einer der besten Charaktere einfach. Das stimmt. Das stimmt. 2 von 3. Vielleicht mit der Fotoaufgabe. Also Apfelbaum, Himbeerstrauch und Bananenstaude. Lassen wir fotografieren. Das heißt, mit 6 war das, ne? Ah ja, okay. Einmal. Yep. Speichern. Wunderschönen guten Nachmittag, ihr Lieben. Wie steht's? Mir geht's auf jeden Fall super. Ist bei diesem Spiel aber auch kein Wunder. Würde ich mal meinen.
Oh Gott. Und jetzt brauchen wir noch die Bananenstaude. Brauchen wir noch eine Bananenstaude? Tada! Nee. Vor allem immer so richtig schönes Bild reindrängen. Reicht das? Okay, der Apfelbaum hat nicht gezählt. Wieso hat der Apfelbaum nicht gezählt? Hab nur eine Vermutung, ich teste gerade, aber hab so viel Gemüse, vielleicht alles voll mit einem Gemüse. Das wäre eine Möglichkeit. Kann ich gleich mal gucken. Ich gehe jetzt mal zu dem Apfelbaum. Well, nein, ich habe vergessen zu speichern. Also, warte mal. Geh mal kurz etwas weiter nach vorne. Seht ihr das jetzt? Nö. Mach Fotos von den folgenden Bäumen, wenn sie in voller Früchte sind. Aber der ist doch in voller Frucht. Jetzt. Okay. Gut. Was auch immer. Dann gucke ich das mal mit dem Gemüse. Hallo, Goofy. Hier komme ich gleich. Ich brauche Kohl. Kohl? Bei uns regnet es endlich mal wieder. Weil in der Halle auf Arbeit ist immer noch eine übelste Wärme. Oh, das glaube ich. Also bei uns hat es gestern und heute auch die ganze Zeit geregnet, nur heute ist die Luft so unglaublich ekelhaft. Das glaubst du gar nicht. Wir hatten gestern Gewitter, heute Gewitter. Habe ich nicht gerade Kohl gekauft? Oh nein. Ich habe Kohlsamen gekauft, egal. Ich hätte eben doch mal drauf achten können, ne? Aber ist halb so wild. Ist halb so wild. Dann pflanze ich ja mal schnell. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und viermal. Und fünfmal. Was ist das? Ich glaube, ich vor 3 oder 4 Wochen das letzte Mal gesehen. Also wie gesagt, bei uns hat es jetzt die letzten Tage sehr, sehr viel geregnet. Ich bin jetzt tatsächlich ganz froh drüber.